Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wie ihr seht, ich bin wieder im Menü. Und zwar wollen wir jetzt Monopoly Family Fun Pack spielen. Ich habe mir dazu Verstärkung geholt. Ich habe den Blue Hunter eingeladen. Jo, hi, hi, moin, moin. Ich werde eine Gameplay-Review machen, wie eben schon erwähnt. Wenn die Runde nicht zu lange geht, werde ich eigentlich, ich wollte eigentlich vielleicht eine ganze Runde aufnehmen. Mal gucken, wie lange das geht. Wenn nicht, werde ich nicht so lange machen. Mal gucken. Und der Blue wird das nämlich aufnehmen für Gamercheck LP, den Kanal vom Onkel, mit dem ich ja auch zusammenarbeite. Und ja, dann kommt da auch noch ein bisschen Nachschub. Wir haben aber nicht nur geplant, ein Let's Play, eine Gameplay-Review sozusagen zu machen. Ich zeige euch das mal. Ich habe das Spiel schon mal soweit gestartet. Ich muss jetzt nur noch sagen, Deutsch. So. So, drücken wir mal Start, also X. Ich hatte das Spiel ja schon mal gestartet, hatte schon die Updates alle runtergeladen und pipapo. Und da der... Ich bin doch Ubisoft, das... Wartet mal, Leute, da muss ich jetzt mal gucken. Warte. So, da sind wir auch wieder zurück, der Blue und Icke. Ich habe mal meine Uplay-Daten eingegeben. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier zwei Punkte. Einmal Monopoly Deal. Das ist so eine Art Kartenspiel, da lassen wir uns davon überraschen. Das kommt auf jeden Fall auch in Videoform. Und hier haben wir Monopoly Plus. Das ist einmal das Monopoly Plus, das ist so ein Monopoly-Brett mit 3D-Ansicht und einmal normales Brett mit ja, Häusern drauf und so. Das, ja, hier habt ihr dann Hasbro-Infos noch. Hoppala, da. Und dann hier oben haben wir noch Ziele, wir haben Uplay. Hilfe und Optionen. Was haben wir denn bei Optionen, Hilfe und Optionen drin? Wir haben Spieleinstellungen, Audio. Gucken wir mal Audio. Musik mache ich mal auf... Noch was tiefer. Mache ich mal lieber noch auf 70. So. Soundeffekte lassen wir hoch. Sprache lassen wir auch hoch. Wir wollen den Typen ja gut verstehen. Zurück. So, dann haben wir hier noch Einstellungen. Da können wir jetzt sagen Vibration. Ein... Untertitel, ein. Tipps, ein. So, Mitwirkende interessiert uns nicht. Hilfe interessiert uns auch nicht. So, und dann haben wir jetzt hier die Auswahl zwischen Monopoly spielen und wir haben die Auswahl My Monopoly. Bei My Monopoly erstellt man sich sein eigenes Monopoly-Brett. Das werde ich in einem späteren Video nochmal genauer machen. Da werde ich dann ein Video direkt zu mein Monopoly machen oder My Monopoly und mit euch mal ein schönes Brett zusammen erstellen. Und jetzt würde ich sagen, ich mache das erstmal und ach so, hier kann ich jetzt mein Spielbrett auswählen. Ich habe ja noch gar keins. Also nehmen wir einfach mal eins. Und dann müssten wir ja auch eigentlich gleich den Blue hier einladen. Können. Ich spiele jetzt schon? Achso, nee, ich bin jetzt auf Anpassen, Jan. Achso, ich bin jetzt aus Versehen zurück. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Zurück. Ja, mit Kreis eigentlich. Ja, will er nicht. So, speichern, Spiel fortsetzen, zurück. Zurück wollen wir. Zurück. War ich jetzt auf mein Monopoly drauf? Nee, eigentlich nicht. Verlassen. Ja. Möchtest du Spielbrett speichern? Nein. Ich war doch gar nicht auf My Monopoly drauf. Ich war doch eigentlich... Bin ich jetzt doof? So.
klassisch oder Spiel. Achso, ja, klassisch oder lebendig, genau. Und hier ist das Erstellen. So, jetzt nehmen wir mal das klassische. Wir wollen Online-Multi, also Online-Modus und den Multi-Genre-Gaming dazu holen. So ist der Name von Blue übrigens, also. Der Multi-Genre-Gaming. So hieß der früher mal. Wie heißt denn dein Kanal? Heißt der jetzt nur noch Blue Hunter oder wie heißt der? Ne, beides. Achso, so, wir haben benutzerdefiniertes Spiel. Spiel erstellen. Bestenliste oder ein schnelles Spiel. Wir wollen jetzt mal hier einfach sagen, ein Spiel erstellen, wa? Oder wollen wir ein benutzerdefiniertes machen? Wir machen einfach mal ein Spiel erstellen. Wir machen es einfach. Öffentlich, wir machen privat, nur du und ich, wa? Ja, am besten nur per Einladung und so. Ja, ist ja dann privat so. Lieblingsspielbrett, klassisches. Ne, ach, lebendiges. Wir nehmen ein lebendiges Spielbrett. So, klassische Regeln oder schnelles Spiel. Wir haben Achso, hier kann ich jetzt so ja die Regeln einstellen. Ist ja geil. Ja, wir nehmen einfach mal die klassischen Regeln, oder? Was sagst du? Jo, am besten als auf Standard. Dann wissen wir auch, wie es funktioniert. Jo. So, ich will... Mir fehlt mir was. Ich sollte eigentlich hier so ein... Ich sollte eigentlich einen Rabbit haben, der hier rumtont. Als Spielfigur. Wieso habe ich keinen Rabbit? Das ist ja doof. So. Und dann laden wir jetzt mal hier einen Spieler ein. Spiel ein. Spieler einladen. Drücken wir jetzt R1. Gucken wir uns gleich mal an, wie schnell das geht. Gar nicht. Doch, jetzt. So, wir gucken uns mal die Online-Spieler nur an. Das kann jetzt natürlich etwas dauern, gerade Leute. Das ist aber nicht meine Schuld oder dass meine PlayStation lahmarschig ist. Nein, es liegt am PSN. Ich gehe einfach auf alle und da ist dann auch der Blue und der B drin. Jo. Da seht ihr den Vogel gleich. Da ist er. Da ist er, der Blue. Den laden wir jetzt mal ein. Und jetzt gehen wir hier unten auf Zack. Und jetzt kriegt er eine Einladung. Das sieht jetzt natürlich alles ein bisschen anders aus als früher. So, der Blue wird dann, wenn wir jetzt hier, wenn er hier gleich drin ist, dann auch Aufnahme starten. Also nicht wundern, wenn der Blue da was vom LP labert oder so. Wir machen, wie gesagt, ein Doppelprojekt hier. Ich meine Gameplay-Review und der Blue nimmt für Onkel, wie gesagt, auf für eine... Ne, wollte ich jetzt auch sagen, Gameplay-Review? Nein, für ein Let's Play. Nein, für ein Let's Play. Oh, Mann. Habe ich dir jetzt schon erzählt, dass ich meine Fire-TV-Box angeschlossen habe, Blue? Ja? Ja, hast Gut. du. So, na denn... Drück du mal Aufnahme. Lustig. Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein neuer Projekt bei Gamercheck LP. Ich bin der Blue Hunter und mit dabei ist der Odin. Ein wunderschön. Ein neues Projekt. Oh, ein neues Projekt. Ja. Ist egal, die Zuschauer wissen ja, wie es gemeint ist. Und ja, und die sehen, dass es der erste Part ist, dann wissen sie, dass es noch was Neues ist. Richtig. So, hast du schon X gedrückt? Nein, ich suche mir erstmal noch eine Figur aus. Und wir holen jetzt einfach mal jo, das Auto. So. Ja, eigentlich müsste ich auch hier Dings haben. Aber habe ich nicht. Spiel starten. So. Also eigentlich, ich habe ja die Vollversion aus Amazon mir gekauft und da ist eigentlich auch Rabbit als Spielbrett und Rabbit als Figur mit drin. Aber ich kann den Rabbit nicht auswählen. Das war ja der Grund, warum ich es gekauft habe. Ja, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ist halt eben so. Was habe ich? Ich habe nur eine 7. Na toll. Der macht doch garantiert jetzt wieder ein Pasch und mit weiß ich wie viel. Der bescheißt doch. Klar, ich doch immer. Du cheatest. Richtig. Oh, ich habe gewonnen.
Drecksack. Um eins! Ich habe eine Trophäe gekriegt. Das ist doch supi. Pole Position. Genau. Ich hab ja so ein Monopoly schon auf der PS3 gespielt. Mit diesem 3D-Brett und so. Ey, es ist geil. Das war der Grund, warum ich es mir nochmal geholt habe. So, dann würfeln wir mal. Richtig, dann ja, hast du eine 4. Ja, siehst du richtig. Guck, oh, die läuft sogar. Ja. Oh, klasse, und kann gleich Geld bezahlen. Super. Der ist ja ganz groß, ey, toll. Der Anfang fängt gut an. Ja. Mann, zu beenden muss ich ja ohne drücken, siehst du? Ja. So. Fängt ja klasse an hier. Ah, eine 3. Müsste jetzt vielleicht auf die Liebe schließen. So, schauen wir mal. Ein Grundstück zum Verkauf möchten Sie 60. Ah, wunderbar. Ja, guter Start. So, dann so, super. So, schauen wir mal, was der Odin bekommt. Oh, ich habe ja richtig viel. Müsste aber eine Straße sein? Nein, Ereignisfeld, war klar. Dein Bausparvertrag wird fällig. Du erhältst 150 Monopoly-Dollar. Oh, schon wieder eine Glückspilz-Trophäe gekriegt. Toll, jetzt habe ich 50 verloren. Halt. Nee, 150 hast du jetzt nur dabei. Ja, aber 50 insgesamt verloren, wisst ihr? Ich komm, ja. 200 verloren, 150 krieg wieder, ich trotzdem 50 verloren. Ist doch kacke. Ja, ist halt Monopoly. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, du cheatest doch, gibst doch zu, du hast ein Cheat-Modul an oder so. Ja, ist klar, renn vor, du Arschloch. Nur zu Besuch doch. Du cheatest. Ey, ich doch nicht. Ey. Oh, ja, kaufen wir auch. So. Neue Straße, immer wieder gern. Und, ja, super. So, Odin. Komm ich, kommst du? Oh, klasse! Zwei! Pasch! Aber es kann eine Straße sein. Oh, ich hab eine Straße. Ich kann eine Straße kaufen. Ja, ja logisch. Oh, die Poststraße. Und werfe nochmal. Ui, eine 7. Kann man sagen, überspringen. Ja, logisch will ich kurven. Brauch ja mal was hier. Du bescheißt hier ohne Ende, der cheatet, wie weiß ich was. Nee. Oh doch. Das siehst du falsch. So. Nee, das ist genau richtig. Du willst dir nur nicht zugeben. Nee, siehst du falsch. Brumm. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Digga? Jetzt kommt's. Ja, logisch will er kurven. Kurf doch alles! Ja. Der Cheater. Ich hab hier noch Dings. Schokolade. Dings. Schokolade. Ja, muss ich erstmal wieder. Ich bin so. Dran mit Würfeln, genau. Oh, total cool. 3. Oh, das ist auch. Ah, die zweite zu meiner. Geil. Na, das ist, dann ist die 3 doch nicht so doof. Dann ist die gut. Ja, nehmen wir doch. Richtig, ja, finde ich gut, für mich, naja. Das ist total klasse, ist das. Yeah, und eine 5. Ah, was haben wir denn hier, was ist denn das überhaupt? Die Lindenstraße. So, hol mal. Du hast ein freies Feld erreicht, möchtest du es kaufen? Logisch, kauf der Schiedalit. Klar, ich will dich bankrott sehen. Toll, ich hab mir die Schokolade aufgemacht, weißt du? Weil ich keinen Nippel gefunden habe. Jetzt habe ich da gerade beim Aufmachen, weil ich es dann aufgeschnitten habe, doch einen Nippel gefunden.
Ach, nein. Mal schauen, ob du bei mir. Nein. Kaufen. Wasserwerk, ey, was? Was denn? Du cheatest doch. Ich cheate nicht, du cheatest. Oh, ja, eine 6. Und. Welche Straße? Oh, der kriegt ja schon wieder eine Straße. Du kannst ruhig mal Geld abdrücken. Auf ein eigenes Feld. Hier, Miete wird fällig oder Umsatzsteuer. Und hier, zahl mal 3.000, du Arschloch. Du cheatest hier. Du holst dir die ganzen Straßen weg, wa? Ne, ich starte erstmal eine Auktion. Eine Auktion? Ja. Ja, dann will ich auch. Warte mal, wie mache ich denn hier? Biete. Ja. Das heißt jetzt, wer bietet hier mehr? Oh. Möchten Sie nicht in diese Stadt investieren? Ja. Okay, ich beende, weil du hast ja jetzt das größte Geld jetzt flüten. Oh, 12 weniger. 12 zu viel ist doch egal. Straße. Ich muss ja meinen Anfang wettmachen. 312 hast du verloren. Ja, aber 300 kostet sie. Ja. Also 12 zu viel bezahlt. So, was haben wir denn hier? Vanille, Himbeere und Karamell. So, Odin. Ja. Ja, dann würfe mal. Lass die Würfen rollen. Oh, 7. So, ein Bahnhof, ey, was? Denk dran, wenn du bankrott gehst, dann hast du verloren. Alkohol, als wenn hier Alkohol drin ist. Du alte Schnapsdrossel. Yeah, über los. So. Yeah, ich hab den Farbdruck gefolgt. Boah, den kann ich heute bauen. Mach mal. So, mach ich auch locker. So, super. Unnötig, jawohl. Erstmal 200 und hier ein Eigenfeld. Zweiter Preis, ein schöner Wettbewerb. Du erhältst Simonopoly. Das war gut. Und ich muss keine Miete zahlen. Ja, dein Glück. So, schauen wir mal, wo wir landen. Ein Erknerfeld, jawohl. Und du kommst aus dem Gefängnis frei, behalte diese Karte, bis du genügst, die du verkaufst. Jawohl. Also, wenn ich im Gefängnis lande, ich bleib nicht lange. Und ja, super. Neun, oh. Hey, was denn? Kauf mal weniger. Und zwei. Boah. Aber... ja. Oh, den kriegt von mir Kohle. Hehehe. Die
die Sau. Ey. Ich will nicht dran, da kommen noch ein paar. Nein. Und eine 6. Ich mach mir mal Marzipan noch auf. Ja, mach ruhig. Ich hab hier noch ein lecker Edelmarzipan. Ja. Leider ohne Nougat. Das mit Nougat ist auch echt lecker. Wo so ein Nougat-Streifen in der Mitte ist. Da schießt er doch. Was hast du denn immer mit Cheaten? Oder cheatest du etwa? Das PS4, also wie soll ich denn hier cheaten? Ach, geht alles. Du bist Oni. Siehst du? Siehst du, geht alles. Du weißt, wie geht. Ich wusste. Du besitzt dieses Grundstück. Okay. Ja. Dann musst du es beenden. Ich gucke gerade. Denn für ein Haus musst du eine ganze Reihe haben. Ach so, stimmt, ja. So, da schauen wir mal, wo wir landen. 7. Ja, Mimik und ein Ereignisfeld. Ja. Und Brücke von bis zum nächsten Versorgungswerk. Wirf die Würfel und zahlt dann eigentlich immer den 10-fachen Betrag des Würfelergebnisses. Wenn das Versorgungsnetzwerk noch niemand gehört, kannst du es von der Bank kaufen. Okay. Ey, was? Was ist, was du gelacht habe? Da kommt Wasserwerke da gekauft. Drecksack. Ey, jetzt kriegt der meine Kohle. Und ein paar Schnoch, jawohl, ja. Jetzt hast du noch 110. Bin bei grün, bin gleich wieder über los. Ja, sag dann das laut. Wirf nochmal, weil du einen Pasch hattest. Eine 4, ja. Ein Bahnhof. Du besitzt dieses Grundstück. So. 5, warum lege ich nicht auf sein, ja. Scheint denn, Leute, es scheint nein. Doch wohl eine schnelle Runde zu werden. Nein, du kommst auf den, ich habe jetzt eine zweite Karte. Ich kann zweimal aus dem Gefängnis. Ist doch wohl gut. Na klar. Ah, direkt auf los. Auf los geht's los. Und eine 4. Pasch. Jawohl. Ja, mach du mal, ich bin mal schnell pissen. Ja, mach ruhig. Ja, kaufen wir mal. So. Damit der Odin, wenn er drauf kommt, auch nicht platzen muss. Und nochmal werfen. 8. Und ein Bahnhof. Südbahnhof. Klar, kaufen wir. So, und Zug beenden. Jetzt warten wir auf Odi. Scheint so, als wenn ich dran bin, wa? Ja, richtig, du bist dran. Wie es halt mir gerade aufgefallen ist, wo ich auf Klo gesessen habe? Das kann nichts Gutes kommen. Ja, das schneit. Schon wieder.
Ja, also hier schneit es nicht, also ich weiß nicht, was bei euch los ist. So, und... yeah. 7. Hey. 7. Könnte Glück haben. Elektrizitätswerk. Jawohl, ja. Ja, wollen wir. Und zu beenden. Audi. Und schon, ey, der macht nur Pasche. Der Pascha. Richtig. Oh, nur zu Besuch. Noch ein Pasch. Ey, denk dran, wenn noch ein Pasch machst, dann musst du im Gefängnis. Ja. Aber erst musst du mir Geld löhnen. Zwar 8, aber ich muss mir löhnen. Boris, das ist dein dritter Versuch. Beziehungsweise wo? Ab ins Gefängnis! Ja. Ja, so schnell kann's gehen. Aber die Effekte sind geil gemacht, oder? Ja. Aber du bist der Erste, wo im Gefängnis ist. Hm? Ja, macht ja nichts. Komm, ich will nicht weg. Kann kein Geld ausgeben, nicht. Und krieg Geld von dir. Kommt immer drauf an. Du kommst schon drauf. Ab wann? Ausgerechnet, ist das so ein Großmaul? Nee, also, nee. So viel zum Thema, erst abwarten. Hm? Ja, der Kerl muss ja ausgerechnet recht haben, oft kommt er eh auf mein Feld. Hoffentlich. Hätten wir eigentlich auch streamen können. Hätten eigentlich könnten. Ja. Mach ich nicht. So, hol ihn. Du musst ja auch noch bieten oder richten. Ja, hab schon verloren. So. Habe ich schon wieder ein Grundstück gekauft? Jo. Okay. Ich verliere nach einer Weile mit den ganzen Grundstücken so ein bisschen den Überblick, wisst ihr? Ja. Das passiert schnell, aber dann muss es nochmal würfeln. Ich weiß. Und? Oh, nein, fuck. Kein Pasch. Na, zahlen muss ich so oder so. Irgendwann. Ach, wie findest du denn das 3D-Brett? Ich finde das geil. Also, kennst du ja von der PS3 schon her, das sah aber nicht so schick aus. Also, ja, nicht, so auch schon schick, aber nicht ganz so schick. Da war auch teilweise wie eine Großstadt, da bist du denn richtig rumgelaufen und so eine Schoten. Ja. Eignefeld, jawohl. Ich finde das gut gemacht. Und vor allem, man kann an einer Konsole zusammenspielen oder man kann halt was? Alle zusammen. Strafzettel, Saal 15 Monopoly. Oh. Armes Blue. Ja, ich arme Socke. Aber ich find's geil, wisst ihr, das kann man schön an einer Konsole daddeln oder online mit ein paar Freunden. Pasch. Ey. Komm. Wehe, noch ein Pasch, wehe. Komm in den Knast, komm. Was willst du denn da? Oh, nein, ja, eigentlich. Komm, jetzt kannst du nochmal Geld abdrücken. Komm, mach 200. Nö. Kosten für Straßenzahl 50 pro Haus und 150 pro Hotel. Ey. Piss. Wie viel hast du jetzt? Wie Häuser? Nein, ein Haus. Schade. Ey, was? Oh, der dritte Wurf und... Ha! Kein Gefängnis. Glück gehabt. Ja, nur in 9. Zum Glück. Oh. Aber ich muss ja nur Geld lösen. Ey, was? Mensch, danke! Nein. Schön, dass du pünktlich deine Miete zahlst.
So gefällt es dir. Tage. So muss das sein. Nee, so muss das Ganze gar nicht sein. Pasch. Nee, doch nicht. Na, nö. Schade. Oh, 50 weniger, dafür bist du frei. Besitzt dieses Grundstück schon. Yeah. Ich bin dran und ich hab eine 6. So. Ja, meins, glaube ich. Nee. Nein, eigenes Feld. So, und Einkommen für Rückzahl. Du erhältst 20 Minuten. Jawohl. Immerhin etwas. Jo. Oh, meine Katze umgeworfen. Da liegt die Katze erstmal flach. Ach, schon wieder? Gefängnis. Oh, in der Knastvogel. Ja, so komme ich aber nicht an Geld. Ich muss über los. Richtig. Und nicht im Knast. Du bist über los gegangen, aber da hast nichts eingesucht. Oh, Pasch. Nee, über los bin ich nicht gegangen. Ich bin über frei parken, rüber und dann zack, gleich im Knast. Richtig. Und ich... Kannst du kaufen. Richtig, richtig, richtig. Nö, mach ich nicht, aber ich mache mal da. Und ja, 1. Da, mach so. Ja, und entweder musst du noch mobil nur mit Kreis rausgehen. Ja. Denn 141 kostet und 158 hast du. Und 50 brauchst du ja für aus Gefängnis. Somit habe ich billig jetzt die Schillerstraße erworben.